Was geht, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute wird ein bisschen Completion Demolition euch gezeigt. Okay, also macht euch bereit. Blackwing, ihr wisst Bescheid. Oh, ich bin nicht mein Rapper. Auf jeden Fall, ich zeige euch hier ein paar Kombos und warum Schwarzhügel gefürchtet werden sollte. Karten sind einfach rechte Hammer, ich kann es nicht erklären. Ich zeige euch mit diesem Video ein paar Rage Quits, die Gegner hatten. Und ja, also so gut wie jedes Spiel, oder sagen wir jedes zweite Spiel, gehen die Gegner einfach in der ersten oder zweiten Runde spätestens einfach auf. Ist so witzig. Egal ob Platin-Rang oder Gold-Rang, spielt keine Rolle. Hier sind ein paar Spiele, die ich gegen die Platin-Leute hatte. Und ja. Yeah. Schaut einfach zu, habt ein bisschen Spaß. Vielleicht lernt ihr auch hier ein oder zwei neue Kombos mit diesem Video. Wer weiß, man kann immer was dazulernen. Es ist im Prinzip meistens immer dieselbe Kombo, nur mit einer anderen Hand. Und ja, also, was soll ich euch erzählen? Ich kann nur die ganze Zeit wiederholen, wie geil dieses Deck eigentlich ist. Ich spule ein bisschen für euch vor. Ihr guckt euch das an. Also in dieser Runde zum Beispiel haben wir es geschafft, den Phantomritter zu beschwören. Überfallraptor, Zeitdieb und den Überschall. Überschall-Albtraum, Überschall, was weiß ich, Alter. Ihr seht die Karten auf jeden Fall auf dem Feld sind. So, der Gegner ist dran. Zeitdieb-Effekt wird aktiviert. Nach Zeitdieb-Effekt einfach DDD beschwören. Und den Gegner sagen, dass er einfach aufgeben soll. Oh Mann. Das war Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Wie ihr seht, haben wir finsterer bewaffneter Drache gezogen. Ein echt bombengeiler Meiler Pfeiler. Wie schon. Und dieses Mal sind wir nicht als erstes dran. Halb so wild. Der Gegner spielt sowieso nur Dreckskarten. Also alles cool. Wie ihr seht, schwacher Start von ihm. Wir fangen an mit Raigeki, um zu sehen, genau deswegen, um zu sehen, ob er die irgendwas hat, was Zauber- oder Feuerkarten auseinandernehmen kann. Feierliches Urteil hätten wir dann schon mal raus. 4000 Schaden hat er schon mal zu sich genommen, alles kein Problem. Damit passiert das, ist auch kein Problem. Wir haben noch eine weitere Wirbelwind und noch Simon in der Hand. Jetzt denkt sich der Gegner bestimmt, ich habe all seine Karten navigated, aber ein Scheiß hat der. Ich fange erst gerade an. Dreimal schwarze Wirbelwind in der ersten Runde. Was soll man noch dazu sagen? Das ist zu wild. Hier, typisch Simon. Nachdem ich Simon geholt habe, wollte die Ausdauer holen. Also dreimal schwarze Wirbeln zu haben, Simon zu haben, Ausdauer zu haben, also besser kann es eigentlich nicht sein. Und dann habt ihr noch schwarze bewaffneter Drache. Ich erinnere mich, bei diesem Spiel habe ich einen fatalen Fehler gemacht. Und das war, dass ich einfach mit Dat seine ganzen Zauber- und Fallenkarten weggeschossen habe, ohne sie davor durchzulesen, was die überhaupt können. Oh Gott, ihr werdet schon sehen, was ich gemacht habe. Also, ich hätte eigentlich viel mehr machen können in diesem Spiel. Aber ich habe mir selber ein Bein gestellt. Was zum Teil wirklich peinlich ist. Aber ihr werdet schon sehen, was ich getan habe. Also ihr seht, 1 Million verschiedene Optionen, die man machen kann. Ich hätte jetzt eigentlich noch Waffenmeister beschwören können. Ich hätte... Boah, also jedes BC beschwören können. Ich hätte Kaliberlade Wilddrache beschwören können. Aber nee, ich piss mir einfach selber ins Bein, indem ich finstere bewaffnete Drache-Effekt aktiviere.
und ihn dann noch verlieren. Aus Dummheit. Ja gut. Spielt eh keine Rolle, weil ich sowieso noch 1 Million andere Optionen habe. Ja. So. Also die Kombos hören gar nicht auf. Die hören echt nicht auf. So. Ist einfach zu wild. Also ich hätte noch weiter, schon wieder eine weitere Beschwörung machen können. Aber ist einfach zu wild. Zu wild. Numero 3. 3, ja. Au revoir. Ich glaube, ich hatte eine Siegesserie von 6 oder 7. Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall eine lange Serie. Und viele verschiedene Kombos sind da gewesen. Hier aktiviert der Boss hat Asche. Aber, naja. Kein Problem. Wir haben Völlerkong der Finsternis. Wir haben Vögelbelohnung. Kein Problem, Jungs. Kein Problem. Wir ziehen trotzdem durch. Nehmen so an Rande, falls du hier ein Pfeifen im Hintergrund hört, tut es mir echt leid. Hier wird noch ein bisschen gekocht nebenbei. Aber ja, ich hoffe, das stört euch nicht zu arg. Wenn man es überhaupt hört. Wie auch immer. Ja, ihr seht die Kombos. Standard-Kombos. Ist immer dasselbe, also. Ist wirklich. Wenn ich als erstes anfange, ist wirklich zu 99% dieses Spiel vorbei. Das Problem ist, die Leute wissen gar nicht, dass das Spiel vorbei ist, weil so gut wie keiner spielt Schwarzflügel. Also ich fühle mich echt, als wäre ich der Einzige auf dieser Welt, der Schwarzflügel spielt. Yeah. Boom, boom, boom. So, weiß. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Stil wäre halt gewesen jetzt, wenn der in seiner Standby-Phase die MST oder was weiß ich aktiviert hätte. Hier, Rage, hier, guck. Also ein Rage-Quit nach dem anderen. Serie Nummer 4. Ich habe mal wieder Dart gezogen. Richtig cool. Also wenn ihr Dart als erstes zieht, dann richtig geil. Also kann man nichts dazu sagen. Ja. Yeah. Ich weiß, Asche im Deck zu spielen ist nichts Neues, aber ich habe ehrlich gesagt vorgehabt, die in Zukunft vielleicht mal rauszunehmen, weil mir wird langsam echt schlecht, diese Karte jedes Spiel zu sehen. Und manchmal fehlt mir auch ein oder anderes Monster. Und wenn ich halt nur Asche ziehe, ist halt wirklich scheiße. Ihr seht die Kombos. Es ist immer weißer Kauz, Kraftkauz, weißer Kauz, Kraftkauz. Auf den Beinen wird immer aufgebaut. Und das Schöne ist, diesmal noch haben wir noch finstere bewaffnete Drache. So. Das Spiel war auch gegen einen Platin-Spieler. Eine wichtige Sache ist noch die Phantomritter der, wie heißt die Feinkarte? Phantomritter der Schattenbrigade. Die wollte ich immer am besten als Zielmaterial benutzen für den Zeitdieb, da ihr dann am Ende seinen Effekt aktivieren könnt und eine offene Karte vom Gegner wegschicken könnt. Okay, also. Ihr wisst schon, was kommt jetzt. Der Gegner ist dran. Beschwört seinen kleinen Hexwerkerin. Pitore, was auch immer. Pitstore. So. Yeah. Der weiß schon. Warte, ab jetzt sollte er eigentlich aufgehen. Oder? Mal sehen, ob er noch was versuchen wird. Oh, der hat einfach aufgegeben. Der den Zug beendet. Keine
Ahnung, was der sich dabei erhofft hat. Ja, gut, jetzt. Tschüss. Runde Nummer 5. Schick mal einen weiteren Kollegen raus. Und ja. Yeah. Diesmal hätte ich gar nicht aus der rufen sollen, also nicht aus dem Deck holen sollen, sondern ich hätte Gale oder wen auch immer holen können. Habe ich nicht getan, da ich eine Auster noch als Backup auf der Hand haben möchte, falls es eine zweite Runde geben sollte, was ich zwar nicht glaube, aber ja, zur Sicherheit halt, ihr wisst schon. Dann wieder Stani. Weißer Kauz, Kraftkauz, Panzermeister. So, ihr wisst Bescheid. Ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Aber was ich euch mit diesem Video eigentlich zeigen will, ist nicht nur, dass man mit dem Deck gewinnt, sondern wie vielfältig die Karten, die man zieht, sind und dass man aus jeder Hand eigentlich immer diese Kombo spielen kann. Also wortwörtlich immer. Wirklich zu 5%, wenn ihr mal wirklich Pech haben solltet, dann zieht ihr Müll. Okay, kann ja passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, schlecht zu ziehen, ist wirklich so gering. Deswegen, ja, so ist es auf jeden Fall. Hier, der Gegner aktiviert seine Karten, bringt alles nichts. Ja, geh einfach raus, Bro, geh einfach raus, hör auf mit diesen, ja, geh einfach raus, tschüss, hau ab. Und somit sind wir auch schon bei Numero. Ach, was weiß ich, Alter. Ich hab aufgehört zu zählen nach 1 Million. Hier seht ihr, wir haben weder Simon, weder Auster, noch Wirbelwind, noch Verlockung der Finsternis. Alles kein Problem. Alles gar kein Problem, denn wir haben Vögelbelohnung. Deswegen habe ich die Karte ins Deck genommen, genau aus solchen Gründen. Und diese Karte ist wirklich, ich finde, die ist mittlerweile ein Muss in diesem Deck. Viele spielen die Karte nicht, weil sie lieber 6-mal Asche spielen möchten. Aber, Jungs, für Asche, das reicht doch langsam. Oder Maxi, Nibiru, was sollen diese Dreckskarten? Schämt ihr euch nicht, diese Karten zu benutzen? Also, ich glaube, das letzte Video, wo ihr mich mit Asche seht, ich kann den einfach nicht mehr sehen. Hier seht ihr wieder dieselben Kombos, Mombos. Zeit, die alle wieder. Immer dieselben Karten, immer dieselben. Aber es klappt. Ein weiser Mann sagt einmal: If it's not broke, don't fix it. Okay. Don't fix it. Der Gegner ist dran, aktiviert irgendwas. Guck mal, die Leute haben keine Ahnung über dieses Deck. Die haben wirklich keine Ahnung. Und dieses Deck ist nicht mal neu. Es ist eigentlich schon mittlerweile ein paar Jahre alt. Ja, guck mal, aktiviert der Wiedergeburt. Der ist im Platin-Rang, aktiviert Wiedergeburt. Oh mein Gott. Ja gut, auf jeden Fall Leute, das war's, die Compilation of Rage Quits der Noobs im Platin-Rang. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal oder so. Tschüss.